Wir mal gucken, was wir jetzt hier haben. Wir haben jetzt hier einen Bahnhof. Stettin ist eine sehr schöne Stadt. Also, echt? Wahrscheinlich, war ich gar nicht. Kenne ich tatsächlich nicht. Aber gehe ich von aus. Und sie ist hier eine schöne Stadt. Also, Stettintal interessiert uns nicht mehr. Du fährst jetzt nach Stettin. Mal gucken, wo sind denn hier die großen Städte? Osnabrück fährst du bitte. Was haben wir noch? Rostock ist. Hamburg ist nicht. Bremen. Ostzug Bremen, Osnabrück. Amsterdam. Osnabrück. So. Das kann weg. Post, Post, Passagier. Das machen wir überall. Das machen wir. Also auch wenn es ja unnötig ist, aber ich finde das Zugtyp Platzkarte. Jetzt nochmal an, du bist jetzt der Güter. Du bist Kiel-Stettin, das ist gut. Nochmal Kiel-Stettin, du bist ein Nahverkehrszug, das ist gut. Stettin-Rostock, dich brauchen wir so nicht mehr. Du kannst aber eigentlich Brüssel fahren als, du bist der Mecklenburger Kämpfer, das machst du so, genau. Wir gehen mal eben alle durch. Stettin, Kiel, Rostock. Das machen wir so. Das war hier Kiel. Essen verbinden mit zwei Waggons, das sollte reichen. Der Stettin, müssen wir mal gucken, wie schnell die sich jetzt entwickeln. Die brauchen gleich noch alles. Ja, damit gehen wir jetzt mal ins Rennen und wir müssen jetzt Stettin eben auch ausbauen. 142.000 haben wir. Also, Hotel Post. Den Bahnhof erweitern, das Amt. Und das Hotel. Sehr gut, das Spiel kann wieder laufen. Wir gehen nochmal die anderen Züge durch. Der erste Zug in Hamburg, das ist ja noch was Kleines. So, du bist auch eine V200. Ich will mal ganz gut. Ah, da, der müssen wir noch ersetzen, die Lokomotive. Halt, stopp. Du. Zug austauschen gegen eine V200. Nahverkehr. So, Bremen, Stettin, Ost, Passagier. So, wir haben hier das ist so was Kleines. Ach, du bist auch noch so eine alte Lok. Da wählen wir die V200. Modellieren jetzt mal hier haben wir drei. Du bist ein Platzkartenzug. Jetzt wird so langsam etwas unübersichtlich. Die Westfalen-Rakete. Als Karte, sehr gut. Fährst quasi nur zwischen Brüssel und Osnabrück hin und her. Tja. So, hier ist Berlin. Welche aber.
Der Kampf um Metz, der wäre schon hart. Denn das ist ja wirklich so ein Top-Typ. Und die Strecke hier ist schon sehr weit. Da müssten wir Reim angreifen. Ja, Frankfurt wäre auch ein schönes Ziel. Aber wir hatten gesagt, wir wollten ja eigentlich Richtung. Ist das hier oben? Salzburg, Zagreb. Danzig. Ja, gerne hier hoch. Wo kommen wir denn hier rüber? Also hier können wir rüber. Kommen wir nicht so richtig rüber, ne? Also hoch, hier hoch. So. Der Anschluss klappt nur nicht so gut. Also wir können nicht direkt von Kiel aus dahin. Das verbietet uns diese Gleisführung. Wobei. Das geht nicht, ne? Na komm. Machen wir mal nicht. Mal nicht so wild. Ich glaube, auch hier komme ich dann nicht so raus. Ich komme hier aus dem Bahnhof. Muss ich auch gerade. Das geht auch nicht. Ne, das geht tatsächlich nicht. Also das gehen würde es hier hoch. Ja, vielleicht machen wir das nochmal neu. Ich möchte doch schon aus Kiel auch hier hinkommen. Das reißt da alles ab. Die RE66 BBB Lokomotive. Das ist auch eine Güterzuglokomotive. Die brauchen wir nicht. So, Moment, Gleise verlegen. Also, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch Fährverbindungen sind. So, da fährt uns... Ah, hier ist jetzt gerade unser Zug angekommen in... Hamburg, das gucken wir uns auch noch mal schnell an. Der holt nämlich jetzt gerade aus Hamburg die Wolle ab. Wo bist denn du? Ach nee, der war in Hamburg, der war jetzt gerade in Hannover. Hamburg 2, Hannover 4, ja, okay. So, da müssen wir schon hier hoch, dann sind wir direkt gut. Hier müssen wir wahrscheinlich noch mal ein Bahnhof bauen, genau, also ein Signalstellwerk. Signalstellwerk, damit ich hier dann alles doppelt machen kann. Na. Haben wir gerade gesehen, ging sofort die Ampel oder das Signal auf grün. So. Sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ja, die Nahverkehrszüge, die klingen ja gut. Was, hier sind jetzt auch einige Züge leer. Ach so, Antwerpen wieder. Hamburg ist klar. Brüssel ist auch erschöpft. Wo kommst du denn jetzt her? Ja, wir scheinen jetzt in so eine Überlast zu kommen. So. Also was ich jetzt gar nicht weiß ist... Lok. Also, nochmal nach. Die hat jetzt 5 Waggons.
Macht hier 59 und Log-Info die neue 68. Die wäre besser. Dann, ja, bevor wir die jetzt austauschen, kaufen wir uns gleich noch eine neue. Das machen wir. Genau. Da werden wir den Zug einmal austauschen. Weil der stärker ist. Vielleicht können wir dann sogar einen sechsten Waggon noch anhängen. Das wäre gleich schlecht. Das war wieder teuer. Unsere Gleisführung durch Kopenhagen. Ich möchte aber noch ein Feld nach vorne gehen. Bahnhof bauen. Sehr schön. Zagreb mit Triest. So, da haben wir schon den ersten Zug. Nahverkehr, Stettin. Das ist eigentlich auch noch. Waren hier. Jo. Post. Halt nicht koppeln, den Passagierwaggon, sondern den da ergänzen. Ja, also 1,3 Millionen Einnahmen, das ist glaube ich noch ein Rekord. Betriebsgewinn 979.000, 810.000. Wir könnten hier bei den Aktionsanteilen nochmal gucken, ob wir mal anfangen. Ja, wissen wir. Nochmal ein paar Aktien kaufen. So, die Aktie wurde wieder geteilt. Hat quasi eine Runde Vorsprung vor uns. Wir sind nur auf Platz 3 beim Gleis, aber wir sind deutlich profitabler gewesen. Na, ist doch gut. Das läuft doch wirklich so. Braucht die Kopenhagener. Die brauchen noch. Brauchen vielleicht auch noch den Ausbau. Wo wir dann den neuen Zug holen. So, wir sind im März 42. Aha, Textilien aufgenommen werden geliefert. Sehr gut. Richtung Osnabrück. Osnabrück. So, dann der Dünger ist angekommen. So, Kopenhagen. Bahnhof erweitern. Das Restaurant können wir uns leisten. Postamt und das Hotel. Das können wir uns erst gleich zeitig leisten. Das ist prima. Und dann können wir uns gleich noch einen weiteren Zug leisten. So, Ausbau auch gemacht. Prima. So, dann leisten wir uns gleich den nächsten Zug. Und zwar genau jetzt. Neuer Zug. Die RE6. Genau. Antwerpen. Okay. Also, was machen wir? Wir fahren nach Hamburg, nach Hannover. Da brauchen wir dann noch diese Anpassung nach Essen und nach Osnabrück. So, wunderbar. Also, Hamburg hat zweimal Wolle. Hannover hat mehr. 5, da können wir 4 machen. Wolle 4. Hamburg, dazu ist der Hamburger Hafen nicht groß oder produktiv genug. Aber wir machen
viel Wolle, das ist ja bei dem Transport von Gütern entscheidend, dass viel transportiert wird. Da kommt es nicht so sehr auf die Geschwindigkeit an. Und in Osnabrück wird der Dienstwagen geführt. Du bist ein Platzkarten. Du wartest hier und hier. Okay. So, und du, sobald du in Osnabrück bist, wirst du ein anderer Zug. Können wir mal hier gucken, dringliche Förderung. Hat uns nicht weiter interessiert. Ich weiß, ob wir hier auch mit viermal agieren können. Also, wie gesagt, St. Peter. Dünger. So, wo bist du? Du stehst vor einem Signal. Wir brauchen hier nochmal ein Signal. Nein, kein neuer Zug. Bauen, Bahnhof, Signalstellwerk. Und hier ist jetzt, glaube ich, so viel los auf der Strecke. Das müssen wir enger takten. Und dann können wir, glaube ich, hier in dem Teil auch nochmal alles zweigleisig machen. So. Ist das du bist? Achso, wir müssen jetzt mal aufpassen. Also das hier ist ja eine Weinkellerei. Aha, Wein in Südschweden ist Dänemark, ne? Oder? Weil es Öresund. Also. Jo. Hier ist eine Weinkellerei. Kohle wäre noch ganz schön. Sieht man ganz gut die Kohlepost. Okay, das werden wir aber nicht machen, die Post. Haha. Ah doch, das kann der hier gleich machen, wenn der hier angekommen ist. Hier muss er irgendwie da zu diesem Umstellbahnhof in Hannover. Da kommt Textil 42.000. Naja, immerhin. So, du kannst jetzt... Das kann alles weg. Du fährst jetzt nach Aufnehmen. Nach Hamburg. Post. Hannover umstellen. So, du kannst weg. Entfernen. Und Osnabrück entfernen. So, und dann, wenn du gleich fertig bist, gucken wir mal, wie es weitergeht. Also hier unten ist Kohle. Richtig viel Kohle. Was ist denn hier neben? Dijon. Hier kommen wir nicht hin. Das ist ja jenseits von irgendwas. Da, was haben wir hier noch? Da ist dreimal Kohle, da kommen wir aber auch nicht hin. Da hat er uns abgeschnitten. Leipzig ist das Dreh, ist ein Drehkreuz. Magdeburg auch. Dann bauen wir die Strecke nach Posen. Und Breslau. Ja, wir werden hier dann nach Osteuropa expandieren. Also das machen wir jetzt auch sofort. Und zwar Spielgeschwindigkeit kurz mal einfrieren, damit ich hier in Ruhe planen kann. Also, wir wollen, hier sind viele Schaffer. Ah, das ist doch gar nicht schlecht. Wir wollen dann hier runter nach Breslau. Da dürfen wir nicht, doch, da müssen wir aber da den Bahnhof. Das ist natürlich, boah, da
Das muss hier den Kopf mal auf. Jetzt haben wir hier mit dem Fuß ein Problem. Hier kommen wir dann hoch. Hier den Bahnhof hin. Unterhalb von dem Kraftwerk. Okay, jetzt müssen wir nur gucken, wie muss ich hier dann runterfahren. Also hier geht's hoch. Da haben wir das Weingut. Da unterhalb von dem Dorf. Alles klar. Hier, jetzt geht's hier runter. Ja. Wobei, hier soll ja der Bahnhof hin, das heißt, ich muss eins weiter, ich muss bis hier. So, okay. Spiel kann wieder laufen. Das geht jetzt auch deutlich schneller. Und probieren wir hier auch nochmal. Polnische Städte, wieso eigentlich nicht? Also quasi die Ost-West-Verbindung. Saragossa, Barcelona, interessant. Na, komm. Das ist ja eigentlich geklappt mit dem. Hamburg. Oder ist noch ein Weg dahin? Okay. Ja, den können wir gleich nutzen hier für den polnischen Teil unserer Strecke. Dass wir dann Posen mit Stettin und Kopenhagen vielleicht verbindet. Könnte man vielleicht mal, wo ist eigentlich Warschau? Gibt es auch nicht. So, ich weiß gar nicht, wann das Spiel endet. Das ist ein Ende. Wenn nicht, werde ich mir ein zeitliches Limit setzen. Die Fiskalperiode 72-73, 1,4 Millionen 940. Neuer Rekord. Rekordeinnahmen. 5,5 Millionen hat der an Mitteln. Okay. So, den. Bauen wir jetzt noch den Bahnhof. So, sobald jetzt das Geld da ist, können wir hier den Ausbau machen. Bahnhof. Bahnhof. Sogar Salpeter und Wolle. Interessant. Warten wir darauf, dass er hier ankommt. Das können wir nochmal beobachten hier. Wir klicken uns mal schnell hier rüber. Da kommt er. Angeschossen. Straßburg und Zürich, okay. Ist ja gut. Unruhen im Juli 74, das interessiert uns nicht so sehr. So, wenn er jetzt angekommen ist, dann denke ich 72.000. Prima. Gut, dann werden wir den Zug jetzt umstellen, dass das unser polnischer Express wird. Genau. Also, das machen wir jetzt mal.
Ja, wie machen wir das am geschicktesten? Ah, wir haben gesagt, der soll nach Posen, dieser Zug, nachdem wir jetzt ja Posen angeschlossen haben. Danach Stettin. Und dann. Tja. Rostock. Ne, Stettin war richtig. Rostock. Und Kopenhagen. Das gibt dann immer hier Post und Passagier. Wir können immer nach Bremen fahren und dort Passagier. Nee. So, sehr gut. Wir bauen hier die Strecke direkt auch doppelgleisig. Moment, was war das? Passagiere von Rostock nach Posen. Okay. Das sollte ja jetzt schnell gehen. Da können wir sagen, statt fahr doch besser nach Bremen. Statt nach Bremen nach Rostock. Das ist doch gut. Einen schönen Bonus. So, Passagiere sind schon alle eingestiegen. Das ist gut. Wir werden hier in die Mitte nochmal ein Stellwerk setzen. Aber hier. Auf Signalstellwerk. Und dann sollte das eigentlich klappen. Aufschwung, sehr gut. Und da müssen wir jetzt, können wir uns eigentlich mal den nächsten Zug gönnen, wenn wir hier Posen. Müssen wir jetzt mal auch wieder den Bahnhof erweitern. Postamt, Restaurant, Hotel, das Spiel kennen wir schon. Wahrscheinlich brauchen wir dann auch noch mal eine Reparaturwerkstatt. Restaurant. Und ein Hotel. Danach, ob ich das hier eben schnell rauskriege, dass das Spiel weiterläuft. Also das, so, oder läuft das unendlich weiter? Ich glaube nicht. Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. So, klingelingeling, das Geld kommt. Dann gönnen wir uns noch mal einen neuen Zug. Das wird natürlich auch hier die V200. So, gucken wir mal, welche Städte jetzt große Mengen an Post und Passagieren haben. Das werden wir uns dann mal angucken. Also keine Waggons. Also Brüssel ist leer. Antwerpen ist leer. Utrecht ist gut. Amsterdam ist gut. Amsterdam. Bisschen doof, dass der da startet. Bremen. Tintal hier. Stettin.
Dann nehmen wir mal 3 Zugtyp-Karte. Wir könnten nochmal, aber wir müssen unseren, upsala, das war falsch, wir müssten unseren Nahverkehr auch nochmal weiterziehen. Fällt gerade ein. Ost. Passagier. So. Das bist doch du, oder? Du bist ein Nahverkehrszug. Das ist von. So, du bist die Holland-Rakete als Eilzug, dann hältst du mich in den Bahnhöfen. Ost. Post. Passagier. Und auch ja, zweimal Post. Das ist halt der Vorteil von diesen Postämtern, die sammeln nämlich dann die Briefe. So, das ist doch schon mal gut. Du bist auch ein Nahverkehr. Amsterdam, Bremen, Stadt Stettin, fest bis noch dort, ist auch ein Eilzug. So, und du, Amsterdam, Essen, Kiel. Okay. Dreimal Kohle ist hier. Ah, da kommen wir doch auch ran an diese Kohlereviere. Hier unten ist auch noch ein großes Kohlerevier. Strava ist keiner, aber in Prag. Diesen tschechischen, slowakischen Kohlereviere. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Hier ist Kohle. 3 ist nicht schlecht. Das ist was, wenn diese Wolffarben. Hier sind auch viele. So, was habe ich hier? Achso, den Bahnhof geklickt. Ist auch okay. Ach, hier ist Warschau. Da ich. Denn hier. Also das ist. Hier ist er komplett noch. Wie weit geht es denn hier noch? Nach Kiew. Oh, okay, das ist natürlich. So, was haben wir hier? 1,5 Millionen gemacht. 830.000. Neue Rekorde purzeln wieder. Ah, wir entwickeln uns jetzt deutlich schneller. Safari-Leiter. Okay. So, was haben wir jetzt hier noch? Brest-Litovsk. Belystok. Kaunas, Minsk. Und es gab nochmal eine fette Lieferprämie. Ein neuer Rekord. Von Rostock nach Posen. Das ist der Ostexpress. Express. Ja, da können wir so ein Dreieck machen. Ich will aber erstmal hier unten nach. Breslau war das, ne? Genau. Stahl interessiert uns nicht. Das ist gut. Wir ziehen gerade runter und biegen dann rechts ab. Ja. Aber. Tunnel. Ja. So, biegen hier ab. Und hier direkt den Bahnhof bauen.
Das ist direkt auch doppelglasig. Das kann ich, kann der Tunnel auch doppelglasig, sonst muss zeigen hier. Okay. Der Tunnel geht nicht. Hier kommt. Ach so, Moment, geht gerade nicht. Jetzt geht's. Hier kommt ein Depot hin. Für die Kohle. Dann bauen wir nämlich auch nochmal Kohle auf. Also, wir gucken mal. Du bist der hier. Du fährst bis nach Breslau. Du bist den Eilzug auch nach Breslau. Bist du denn, wieso hast du denn nichts dabei? Wo bist du denn gerade? Das ist nicht gut. Wir brauchen hier unten auch nochmal neue Züge und ich möchte dann hier, kommen wir hier von Breslau gut vorbei, müssten wir eigentlich, ne, wenn wir hier weiterfahren. Geht es ja weiter in den Süden, was haben wir hier unten noch? Krakau. Okay. Wenn wir jetzt hier hochgehen, fahren wir genau durch. Das ist doch gut. Hier durch und dann in Warschau. Die Frage, kommt in Warschau der Bahnhof hin? Wahrscheinlich am besten hier auf das. Was ist das? Das Stahlwerk, genau. Da kriegen wir nur nicht alle mit, aber das ist nicht so schlimm. Wir werden aber trotzdem hier fahren. Ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Moment, abbrechen bitte. Da müssen wir leider die Steigung mitnehmen. Osnabrück, Brücke weggespült. Fahren die da jetzt rein? Ah. Da verschwinden dann auch die. Die Lok. Okay. Und jetzt ist alles leer, oder was? Alle. Oh Gott. Alle Waggons leer. Sind alle vor Panik ausgestiegen. Na prima. Moment mal, können wir hier vielleicht mal das Signal auf Rot setzen. So, Dankeschön. So, jetzt könnt ihr bitte mal halten und warten, bis die Brücke repariert ist. Das hier ist Quatsch. Das koppeln wir ab. So, kann der nämlich schon mal losfahren. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier wieder sortieren. Passagiere aufnehmen. Das ist ja wirklich, wirklich sehr, sehr. Die Brücke ist repariert. Prima. Dann können wir hier. Moment, jetzt mal hier unten. Normal und na, ein ziemlicher Verlust. Ja, ich möchte hier diese so das anklicken. Ja, okay. So, hier ist ordentlich Verkehr. Wir können noch mal schauen, ob man irgendwann perspektivisch an hier kommen wir nicht durch. Ne? Dass ich hier nochmal so eine Direktverbindung macht. Und wenn wir auf der großen Karte angucken, ja, wir können hier nochmal die Maas hoch. Aber ja, das ist ja dieser tote Ast. Aber wir sind hier relativ alleine. So, 1,2 Millionen.
Habe nur 440.000 gemacht. Ja, ich weiß, dass es keine Einnahmen sind. Das drückt den... Ja, Aktienkurs wächst doch gar nicht. Das ist doch Quatsch. So. Ja, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich speichere jetzt dieses Spiel. Wir werden also jetzt hier dann weitermachen. Da mache ich dann nochmal irgendwann einen weiteres Streaming-Event. Die Videos gibt es dann auch alle als YouTube-Videos. Werde ich wahrscheinlich ein bisschen kleiner schneiden. Dann in angenehmere Häppchen. Gucken nochmal hier eben durch. Das sieht aber soweit alles gut aus. Wir nehmen hier wieder den Betrieb auf. Dieses tote Ende lassen wir. Antwerpen, unser Ausgangspunkt hat sich tatsächlich nicht so gut entwickelt, wie ich es gehofft habe. Leider. Essen prosperiert. Ja, aber ich glaube, an dieser Stelle können wir das Spiel einmal verlassen. Ich speichere den Zustand mal. Einen zweiten Speicherstand. So, und dann können wir, glaube ich, zum Schluss hier nochmal eine Aktion machen. Nee, ich möchte jetzt leider Tastaturprobleme. Ich gucke gerade, nee, das passt alles. Gut, dann sind wir durch für den heutigen Abend mit Sid Meier's Railroad Tycoon. Ein bisschen Nostalgie. Wir sind im Februar 1978 angekommen. Und vielleicht kriegen wir mal raus, wie lange das Spiel läuft und das bis zum Ende. Ich glaube, es müssten eigentlich noch die TGVs fehlen noch als Züge. Die sind echt wahnsinnig schnell. Die müssten eigentlich nochmal kommen. Ich gucke nochmal nach, ob ich rauskriege, wie lange das Spiel läuft. Ob das ein Open End ist. Ja, dann gucken wir mal, was wir doch machen können und ob es auch spannende Herausforderungen gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.